Yo, 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 Gang, what up? Jonas hier am Start für euch und heute wollte ich einfach mal ein bisschen mit euch über die Culture Culture Designs reden. Also die neuen. Genau, und einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben ähm, neue Designs bei Culture Culture gedroppt, also in unserem Teespring Store. Da machen wir natürlich wieder einige Referenzen zu Filmen und Serien und zu Kunst allgemein. Und wir sind uns nicht sicher, ob alle diese Referenzen so angekommen sind oder so einfach verständlich sind. Und äh, genau, deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen durch die Designs gehen und die so ein bisschen erklären oder einfach mal ein bisschen über die reden so. Und fangen wir doch einfach direkt an mit dem Red Culture Hoodie. Da gibt es äh, nicht so viel zu zu sagen. Ähm, wir fanden das Design einfach cool. Da steht da hinten groß drauf: Culture, 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 Culture. Und ähm, vorne steht einfach nur Culture Culture Design in Amsterdam, weil wir ja die ganzen Sachen in Amsterdam designen. Äh, das äh, ist eigentlich der rote Red Culture Hoodie. Viel mehr kann man da wirklich nicht zu sagen. Interessanter ist äh, der Bandits-Sweater. Das ist äh, so ein bisschen unser Christmas-Item eigentlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute das gecheckt haben. Äh, das ist eine Referenz zu Home Alone, dem klassischen Weihnachtsfilm, also auf Deutsch, glaube ich, Kevin allein zu Hause. Und die Wet Bandits sind äh, die Einbrecher. Genau, und deshalb auch die Farben Grün, Weiß, Rot, ein bisschen weihnachtlich. Genau, ist, glaube ich, nicht so häufig angekommen. Vielleicht auch einfach, weil äh, der Film auf Deutsch anders heißt und die auch nicht Wet Bandits heißen logischerweise. Genau, aber ähm, das ist unser weihnachts quasi. Dann gibt es noch den Savage Hoodie, das ist der, der so ein bisschen rosafarben ist. Dieser blasse Rosaton, der ist ganz geil und äh, der hat auf dem Rücken ein abgeändertes Motiv von Van Gogh und auf dem Sleeve steht so Savage. Und äh, ja, das ist im Prinzip einfach ein bisschen eine Hommage an die Pinselführung von Van Gogh, weil die sowas äh, Rohes, Verrotes hatte. So ein bisschen Savage war einfach. Genau, nur nochmal vorweg, ich werde jetzt auch nicht zu tief in irgendwelche Bedeutungen reingehen, weil wir immer den Eindruck haben, dass es schnell super cringy wird, wenn Leute so versuchen, so zu tun, als hätten ihre Klamotten die aller, aller krasseste, diepe Message so. Und es ist natürlich einfach nicht so. Wir machen halt Pop-Culture-Hommages -Pop so und äh, da ist halt mal mehr, mal weniger hinter so. Und jetzt so zu tun, oh mein Gott, das ist so dem, <laughs> äh, macht natürlich auch keinen Sinn. Auf zum äh, nächsten Item, das ist das äh, Woke Longsleeve. Und äh, das zeigt ein Bild von Maria Magdalena, wie sie auf dem Weg in den Himmel ist, wird von so ein paar ähm, Engeln nach oben getragen. Und was halt super feierbar ist an diesem Gemälde, ist, dass man diese komischen Vögel hat. Ich glaube, das sind Tauben. Und äh, die Tauben haben halt Babyköpfe und das ist so weird, aber irgendwie auch so geil. <laughs> genau, und da haben wir uns gedacht, okay, das muss einfach auf dem ein Design drauf und Maria Magdalena selbst sieht ja auch äh, super woke aus, einfach mit ihrem heiligen Schein und ihr, ihrem Ausdruck ist halt alles so ein bisschen abgefuckt. Und dann, ja, so Neon, Grün, Gelb auf Schwarz, ist ja auch eine geile Farbkombo irgendwie und dann, na ähm, haben wir uns gedacht kombinieren wir das doch einfach aber auf zum nächsten Longsleeve auch äh, klassische Kunst mit eingebaut und zwar ähm, ist das ein Gemälde von Katharina von Alexandrien und äh, ist eine der bekanntesten äh, christlichen Heiligen die ist äh, ganz äh, jung ein Martyrertod gestorben war soll aber super intelligent und cool gewesen sein und äh, Dementsprechend war sie ja im Prinzip ein Misfit, jemand, der nicht richtig in die Gesellschaft gepasst hat, und das ist da so ein bisschen drüber gekrakelt über das Gemälde. Genau, da kann sich ja jeder dann selber was dazu denken. Aber ich will auch nicht alles immer vorwegnehmen, wenn es denn mal so ein bisschen eine tiefere Bedeutung gibt. Genau. Und ähm, rechts äh, auf dem Longsleeve steht dann auf dem Ärmel in äh, kryllischen Buchstaben ähm, sowas wie Misfit oder Outcast, Loser so übersetzt. Und links einfach Culture, Culture genau und äh, auf zum nächsten item das ist das art longsleeve und ähm ja, das ist natürlich so ein bisschen an Spielzeug angelehnt und generell an so an sowas Verspieltes mit den ganzen komischen Formen äh, auf den Ärmeln, also mit den Quadraten und den und den Kreuzen und den Dreiecken und so. Und äh, gleichzeitig hat es noch äh, das Triple X von dem Wappen von Amsterdam, weil genau die ganzen Klamotten äh, sind ja in Amsterdam designt worden. Und dazu steht dann da so ein bisschen Ort, 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 Ort. Und wenn man da jetzt so ein bisschen Message reininterpretieren will, geht es einfach vielleicht ein bisschen darum, dass man ähm, auch im Alter verspielt bleiben kann und sollte und, und generell so dieses Stay Weird soll da so ein bisschen transportiert werden, so, so bleibt komisch, bleib bleibt du selbst so, genau. <laughs> so deep. Genau und beim nächsten ähm, Design, das ist der Panel Sweater wieder, da geht es um so, so Ostblock-Bauten, so diese... Ja, panel -Hass gebäude so also ich weiß gar nicht, ob das die richtige Aussprache ist. Das ist so ein ungarischer Begriff dafür. Auf jeden Fall, solche Gebäude haben uns immer schon fasziniert, weil die auf gewisse Weise zwar natürlich wahnsinnig hässlich sind und auch irgendwie deprimierend, aber auch irgendwie richtig schön sein können. Und die haben halt immer sehr viel Tragweite. Ich finde, so, 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 ein, so ein richtiger Block, so ein Wohnblock, der, der kommt halt immer mit so einem Schwung, Emotionen mit. Und äh, genau, da gibt es ja zum Beispiel auch äh, einen richtig krassen Typen auf Instagram, der macht nur so, so Wohnblock-Fotografie, glaube ich, das heißt Kazuka, Ich schau mal kurz. Gut, er heißt äh, nicht Kazuka, er heißt Connection und er kommt aus Berlin und heißt Konrad und der macht so Urban Photography so und die ist super, super, super geil. Genau, und der fängt das immer sehr gut ein, finde ich. Also äh, diese... Sch komische Schönheit von Blockbauten. Genau, und darum dreht sich dieses Design so ein bisschen. So, der Hoodie danach, Society, ist äh, an Mr. Robot angelehnt. Das will ich jetzt nicht spoilern, nicht weiter erklären. Wenn man die Show kennt, versteht man es und sonst versteht man es nicht. Genau. Ähm, danach kommt Back to Earth. Dazu will ich auch nicht so viel sagen, außer ähm, RIP. Und dann äh, kommt das Dream T-Shirt und äh, da geht es natürlich so ein bisschen um japanische Kultur einfach. Und tatsächlich ist äh, das, was da auf Japanisch steht, aus einem unserer absoluten Lieblingsanime und zwar Cowboy Bebop. Genau, der Dream heißt das Design wegen dem Zitat. Dann der nächste Sweater, Infinity to Infinity and Beyond. Ist natürlich von Toy Story, aber ähm, die allermeisten werden es wahrscheinlich... Äh, Genau wie wir alle auf Deutsch geguckt haben als Kinder. Und der sagte, glaube ich, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Buzz ihr. Ja, unfassbarer Charakter. Und äh, das ist eine Tagline. Und äh, die hat uns zu diesem Sweater inspiriert. Dann, äh, if you know, you know. Ja, was soll man zu dem T-Shirt sagen, außer, if you know, you know. Und äh, ja, dann ähm, als letztes äh, neues Item. Eigentlich auch ein altes Item. How high are you? Der Sweater. Und das ist einfach ein Wortspiel. Also wird jetzt nicht besonders deep. Ja, und äh, das wär's. Äh, 13 neue Designs gibt es jetzt bei Culture Culture. Und ähm, wenn ihr Bock habt, checkt sie doch gerne mal ab. Aber was mich auch interessieren würde, ist, was ihr denn zu den Sachen denkt. Was äh, gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Warum nicht? Was gefällt euch? Warum? Wenn es euch gefällt, warum gefällt es euch? Und wenn ihr euch mehr Bilder von den Sachen angucken wollt, dann checkt doch mal at CultureCultureClow ab. Da laden wir relativ regelmäßig äh, Bilder von den Sachen hoch und dann in den Stories auch ähm, natürlich Bilder von Leuten, die dann unsere Sachen flexen, wenn da der erste Shit ankommt. Die Delivery Times bei Teespring sind ja leider immer etwas lang. Äh, apropos Delivery Times, <laughs> Die Übergänge hier unfassbar. Ähm, aber wenn ihr ähm, euch was bestellen wollt und das soll noch vor Weihnachten ankommen, dann ist heute Abend tatsächlich der letzte Abend. Ansonsten müsstet ihr euch eventuell darauf einstellen, dass dann der Spaß erst nach Weihnachten ankommen würde, was ja vielleicht auch nicht so wild ist. Genau, aber nur, dass ihr es äh, wisst. Damit äh, würde ich mich verabschieden. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Design Talk gefallen hat. Vielleicht macht das eine oder andere Design jetzt auch ein bisschen mehr Sinn als vorher. Und ähm, ja, bis dahin.